Screen 7. Please select the language. Oh, wir müssen erstmal eine Sprache auswählen. Englisch, Russisch, Italien, Portugies, Franz, Deutsch. Harvester Games. Plog mit Escape überspringen. Nee, ich mach mal nicht. So what do you think, Joe? I think it's bullshit. But that voice war, it was honest to God truth. Sure he did. He's a big fat liar. He's not. He heard his uncle talk about it, and he's a gangster. Gangster, my ass. He works in the second-hand furniture store. Whatever. So what's the plan? I'm gonna check out the building site. You're so dumb. I know it's there! And I'm gonna find it. Yeah, right. Good luck with that. Benutze Pfeiltasten, um zu bewegen. Okay, wir sind an der Helen Road. War das nicht auch bei Cat Lady, das Gebäude? Sicher bin ich mir da zwar nicht. Ich schätze es. Ach ja, übrigens, herzlich willkommen zu Downfall, einem weiteren Harvester-Game. Vorgänger von Cat Lady ist das sogar, denke ich. Und wir spielen gerade eben Klein Joe. Ein Café, das ist ein kleines junges Mädchen. Auto speichern. Oh Mann. Autosave an, aus. Autosave laden. Okay, warte, wir machen den Autosave mal aus. Kann ich. Okay, ich kann so. Oh, hier hat man ganz schön viel. Ich werde manuell speichern. Bin ich mir sicherer, falls ich dann doch irgendwas verhau mit der Aufnahme. Zum Interagieren, falls das benutzen. Gut, das kennen wir ja schon, wie das alles funktioniert. Immer ein Mädchen. Erstmal sehen wir sie an. Wow, ist die hübsch. Okay, reden wir doch mal mit ihr. Hi. Schöner Tag, was? Wie ist es, das schönste Mädchen in der Stadt zu sein? Wenn ich eine Katze wäre, würde ich all meine neuen Leben mit dir verbringen. Och Gott, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Komm, ist immer so ein bisschen... immer etwas kitschig. I was a cat, I'd spend all 9 lives with you. Do you really think cats have 9 lives? Ja, klar. Nein, das ist nur ein doofes Mädchen für Kinder. Klar haben Katzen 9 Leben. Sure. I like cats. I'm gonna have one when I'm older. Black, like a devil. Ah, okay. Woher kommst du? Wohnst du hier in der Gegend? Nette Blumen hast du da. Ich kenne einen Ort, an den Katzen zum Sterben hingehen. Oh. Das ist, wohnst du hier in der Gegend? Do you live around here? No. Do you? I do now. We moved here from Seattle last year. You're American? Cool. Ah, okay, spielt in hier. England, UK, United Britain. Woher kommst du? Nette Blumen. Von wo kommst du? Where are you from? Sweden. What? You're not blonde. So? I just... never mind. What are you doing in England? I came with my mom. She got offered a job, and we stayed. And your dad? He didn't. Aww. Tut mir leid wegen deines Vaters. Sorry about your dad. Don't be. You can fuck off.
Okay. Welche Blumen hast du da? Nice flowers. Yeah. But I prefer red ones. Why? No reason. I just like red. Ice cream wagon. He's back. Who? Brady, the ice cream guy. Do you have ice cream in Sweden? Do you have brains in America? Good one. warum sitzt du hier rum? Why are you sitting here? My mom's inside, eating. And she left you out here? I'm on a diet. That sucks. It's okay. I'm not hungry. Warum tut man denn, wenn man so jung ist, schon eine Diät machen? Gut, dann, ich kenne einen Ort, an den kannst du zum Sterben hingehen. Würde ich auch beim Gespräch immer als erstes sagen. I know the place where cats go to die. Yeah? It's just down the road. A cat cemetery? Not quite. It's just the backyard with some rubbish bins. But the cats really go there to die when they're old or sick. It's really weird. I can show you. But I should probably wait for my mom. Wegen dieser Katzenstätte. About that cat place. Yeah? Sorry, reden wir von was anderem. In 5 Minuten bist du zurück, deine Mutter wird gar nichts merken. Es gibt ein paar nette rote Blumen, ich werde weg von hier. Wir locken sie mal mit den Blumen. There are some nice red flowers not far from there. But I don't even know you. I'm Joe. Okay. And you? My name is Ivy. Come on then, Ivy. Oh. You don't want to sit here all day, do you? Let's do something fun. Komm, Ivy. Ja. Okay. Na, jetzt haben wir Ivy bei uns dabei. Ach, schön. Der Beginn einer jungen Roman. Kommst du? Ivy? Okay. Der Beginn einer jungen Romanze. Ah Gott, Schnellspeicherslots 1 bis 4 mit. Okay, Schnellladeslots. Gut, schnell speichern. Untersuchen. Sie sagte, dass sie rote Blumen mag. Die riechen mal daran. Ich will nicht wie ein Waschlappen erscheinen. Oh, gut, dann reißen wir sie einfach raus. Do you like them? Wow. They're gorgeous. Here, let me pick some for you. No. Let them grow. They're beautiful as they are. Oh. Mädchen. Du hast recht, es wäre, als würde man sie töten oder so. Eine Blume wird schon nichts ausmachen. Komm, du hast recht, es wäre so, als würde man sie töten oder so. You're right. It would be like killing them or something. Exactly. And this way, maybe they will make someone else feel happy too. Got ya. Aww. So voll süß von ihr. Ja, ich frag mich, wie alt die beiden sind. 9? Vielleicht? 10? Oh, sie bist du für eine böse große Katze. Is this it? Yep. But it's just one cat. And it's not even dead. Okay. Heute sind wohl keine Katzen gestorben. Das sieht echt alt aus. Vielleicht stirbt er bald. Ich wette, es ist eine Zombie-Katze. Das ist eine Zombie-Katze. I bet it's a zombie cat. They turn when they're out of lives. They don't. Trust me. Zombie cats are real. The giant ones are the worst. Yeah? Do they eat brains? You bet. Don't be silly. All cats are great, but you don't really like cats, do you? Nicht so sehr. Ich hab dich nur veralbert, natürlich mag ich Katzen. Ich weiß nicht. Ich hab das Gefühl, er mag Katzen nicht so sehr. Rollen aus dem Bauchgefühl raus. Oh, wir sind einfach mal ehrlich. Not that much.
I knew it. I don't hate them. But they're so cool. Look. Don't let it bite you. You'll turn. Aw, you're such a lovely pussycat. Your turn. Huh? Come closer and stroke his head. Do I have to? Yes. Why? Because. Katze, untersuchen. Doch was ist, wenn es eine Zombie-Katze ist? Streichen Sie. Na komm. Und die Katze ist weggerannt. I guess cats don't really like me. Don't worry about it. I'll tell my black cat to go easy on you. I mean, if we're still friends by then. It's Brady. Come on, let's get some ice cream. Ach, okay. Ich muss die ganze Zeit immer an die Pest Control denken. Von Catlady, wenn ich irgendeine Melodie höre oder einen Band sehe. Oh, Brady. Eiswagen, untersuchen. Brady ist so ein netter Kerl. Er ist der Freund meines Vaters. Was bedeutet Gratis-Eis? Gut, kauf mir ein Eis. Brady auch. Hey, little buddy. What can I do you for? 2 Kuchen Schokolade, bitte. Einmal Erdbeer, einmal Kokosnuss, einmal Vanille, einmal Minz mit Schokolade. Ivy ist auf Diät. Aber wir kaufen trotzdem 2 Kugeln. 2 Scoops of chocolate, please. Chocolate coming up. And what can I get for your little lady friend? I'm alright, thanks. Oh, come on. You've gotta have some. I don't want any. Sie nimmt das gleiche wie ich. Es ist Gratis-Eis, da kann man da nicht Nein sagen. Sie nimmt Schokolade. Mädchen lieben Schokolade. Warum nicht? Ach, wir fragen nochmal, warum denn nicht? Eigentlich wissen wir die Antwort. Why not? Because... No. Just... No. Es ist Gratis-Eis, da kann man doch nicht Nein sagen. It's free ice cream. You can't say no to that. I really shouldn't. Thanks for the offer, but... I can't. Oh. Magst du keine Eiscreme? Don't you like ice cream? I do. But... Sie nimmt das gleiche wie ich, was auch Schokolade ist. She'll have the same as me. I said no. And no means no. Oh, Ivy. Should probably go after her, dude. Ich glaube, Schottland ist es. Schottischer Akzent, Dialekt. Ich glaube, Dialekt nennt man, das sagt man dazu. Es tut mir leid. Was ist mit dir? Du hättest mir sagen sollen, dass du keine Eiscreme magst. Hat sie 3 Mal. Es tut mir leid. I'm sorry. No. It's my fault. I freak out sometimes. Ist okay, alles in Ordnung zwischen uns? Vergessen wir das einfach. Komm, ist alles gut zwischen uns? It's okay, are we good? We're good. Fist bump. Damn. I found it! Really? Yes! It's right where he said it was. But... I kinda need your help. Stuck under this... thing. What are you talking about? Er glaubt, dass ein Koffer voller Geld auf dieser Baustelle versteckt ist. Er ist mein kleiner Bruder, hör nicht auf ihn, er ist ein Idiot. Komm. He thinks there's a suitcase of money hidden on this building site. I know it's there. Every Monday they leave it there, and someone picks it up the next day. Wow, really? You don't believe him, do you? Who knows? It could be true. It's drugs money. And it's just sitting there.
waiting for us. Okay. Wie bist du da reingekommen? Solche Dinge passieren nicht im echten Leben. Wie bist du da reingekommen? How did you even get in there? There's a hole in the fence. Come on, I'll show you. I almost got it, but I can't do it on my own. I want to see. Let's do it, Joe. Das ist nicht sicher, Ivy. Warte einfach hier. Okay, geh voran, Bro. Okay, lead the way, Bro. Yay! Bro. Just remember, it's a building site. I don't want you to touch anything. I won't. Kinder auf einer Baustelle ist sowas Schönes. It's there. Where? This way. Gut. Wo ist das Drogenbild? Das muss bestimmt Sophie sein. This? See the big X? Du hast nie gesagt, dass wir nach einem Piratenschatz suchen. Das X markiert die Stelle. Vielleicht hast du letztendlich doch recht. Das könnte alles bedeuten. Aber warum sollte unbedingt genau da ein X sein? Also würde ich mal sagen, das X markiert die Stelle. Darunter ist der Schatz. X marks the spot. Maybe you were right after all. Of course I was right. It's there. I want it. So why didn't you open this thing yet? I tried, but it's too heavy. And you're stronger than me. I'm sure you can do it. Obviously. Let's see. Betonplatte. Untersuchen. Okay. Und wir untersuchen nochmal. Sieht so schwer aus, um es mit der Hand zu bewegen. We need to pry it open. I'll have a look around. See if I can find something. Gut, dann. So. Was haben wir hier denn so? Hey, I think I found what we need. Sicher? Ah, eine Eisenstange. Eine Eisenstange. Hätte nicht gedacht, dass das so einfach wäre. Einen neuen Gegenstand verfügbar. Eine Pfeiltaste nach unten. Oh, das Interface. Ah, habe ich's vermisst. Gut. Aber interessant, dass man das ein- und ausblenden kann. Benutzen. Oh, shit. What is it? Step away. Both of you. It's grenades. A great bowl of freaking grenades. But where's the money? There is no money. I bet there never was. I don't believe this. Why would they hide grenades here? I don't know. Maybe it's terrorists. We should call the police. Yeah, but first, let's get out of here. This thing is not safe. Na komm! Wir müssen hier weg. Warum nenn ich mit? Ivy, abhauen. Come on, Robbie. Robbie, geht er weg. No. Was meinst du mit nein? Ich bin dein älterer Bruder und musst mir gehorchen. Ich sagte, komm sofort her. I said, come here right now. And be a chicken like you? No way. I didn't come here for nothing. Sure, it's not the money, but... This thing's gotta be worth something, right? Oh man, no. Think about it. I'm going to sell it. Gary, from the shop, is always looking for stuff like this. Sie können doch jetzt nicht einfach irgendeine Granate mitnehmen. Bitte tu mir das nicht an, Robbie. Lass es, du Idiot. Das werde ich dir nie verzeihen. Ich schreie jetzt weiter an. Leave it alone, you dipshit.
nein, nein, nein. Do you think we can... Oh, nee. I was in my 20s when we met again. Straight away, I knew it was her. That same smile. Those same emerald eyes. She didn't remember me, I think. It was probably better that way. The chemistry was instant. We fell in love and got married within a few months. I never talked about Robbie. And neither did she. We were happy together. Then our luck ran out, and the cracks started to show. But I knew how to fix it. Was? Wir sind jetzt erst... Wir sind jetzt erst im Hauptmenü. Ach, krass. Oh mein. Gut. Leg mal los, wa?